denn mit Streckensperrungen und Umleitungen sein wird, dieses heute von der Bahn. Auch im Ostkreuz wird weiter gebaut, dort wird aber Ende des Jahres auch ein neuer Bahnsteig für den regionalen Verkehr eröffnet. Vor dem Berliner Landgericht hat ein Prozess wegen hunderter Fälle von Kindesmissbrauch begonnen. Dem Hauptbeschuldigten werden allein fast 380 Karten zur Last gelegt. Er soll sich jahrelang in Jugend vergangen und sie auch an andere Männer vermittelt haben. Einem Mitangeklagten werden fast 50 weitere Taten vorgeworfen. 275 Berliner Brennpunktschulen haben letztes Jahr rund 17 Millionen Euro Geld aus dem Boden